So, die Woche startet mit einem herzhaften Gericht und zwar mit dem, was sich zum Standard entwickelt hat. Einmal Wildreis, mein absoluter Favorit in der Rohkosternährung. Proteinlieferant, sättigend und irgendwie genau das, was ich brauche, das spüre ich irgendwie. Dann frische Tomaten und den Rohkost-Rinderbraten, den ihr bei mir in der Rohkost-Rezepte-Sektion finden könnt. Ganz exklusiv, weil dieses Rezept habe ich nirgendwo gesehen, auch nicht mal in abgewandelter Form. Das kommt auch daher, weil Topinambur etwas sehr, sehr Rares ist, sage ich mal, in der Verarbeitung innerhalb der Rohkost. Zumindest habe ich das noch nicht häufig entdeckt. Ja, und das ist mein absolutes Standardrezept, was ich, wenn ich richtig herzhaft einfach was essen möchte, ist das halt perfekt. Ist komplett ungewürzt, also zumindest der Wildreis und die Tomaten und natürlich der Rinderbraten ist gewürzt, allerdings komplett ohne Öl. Die einzige Fettigkeit, die drin sind, das sind also Hanfsamen, die noch die Schale gehabt haben, also ungeschälte Hanfsamen, die sozusagen beim Mixen dann das Öl freigesetzt haben. Und das ist natürlich ein sehr hochwertiges Öl, weil du hast Omega-3 zu Omega-6 ein sehr, sehr gutes Verhältnis. Und von daher, ja, und da sind auch noch ein paar Gewürze dran. Und von daher, ja, lasse ich es mir jetzt schmecken. So, jetzt gibt es einen Teller Orangen. Und jetzt gibt es zwei Packungen Blaubeeren. Das sind 250 Gramm. So, jetzt gibt es zum Morgen Wildreis, eingelegte Wildreis, dann Quinoa-Sprossen, Kichererbsen-Sprossen und hier drumherum, das ist das, ich habe noch keinen Namen für das Rezept, aber das sind ganz harmonische Pilze und die schmecken richtig, richtig geil. Die sind knusprig und schmecken ganz, ganz rund. Nicht zu würzig, nicht zu scharf, nicht zu süß. Also ist perfekt, ist die perfekte Kombination. Und dieses Rezept, das tue ich euch auf jeden Fall auch. Und zumindest wenn ihr das Futter seht, dann glaube ich, ist es schon online. Ich glaube, letzten Mittwoch oder Donnerstag habe ich das Rezept online gebracht. Die Dinger sind echt mega, mega geil. Und egal, ob ich irgendwann mal ganz normal zur veganen Kochkost zurückgehe oder sowas, das Ding, das wird immer gemacht. Mega geil. Und einfach mal 7 Bananen. 2 habe ich schon gegessen, 5 liegen noch hier. Ich denke, dass ich die 5 dann auch weglassen werde. Wie gesagt, bei den, es können manchmal 8 sein oder 6. Bloß wenn ich mich dann sozusagen, wenn ich die esse, wenn ich danach, bringt es ja nicht mehr, euch das abzufotografieren. Ich musste das ja vorher machen, damit ihr ungefähr seht. Aber manchmal kommt dann ein oder mehr. Es geht ja nur darum, dass ihr einen Eindruck habt. Na? Also, jetzt gibt's. So, jetzt gibt es einen Rotkohlsalat mit Apfelstückchen. Das alles ein bisschen abgeschmeckt mit Zeternussöl und ja, etwas Salz, etwas Pfeffer und das war's. So, jetzt gibt's so noch eine halbe Schüssel oder von diesen Sprossendingen, Sprossenturm, Brokkolisprossen und ein paar gedörrte Apfelscheiben. So, jetzt gibt es einen Smoothie. Heute habe ich mal was probiert. Und zwar habe ich Koriander mit in den Smoothie getan. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie das schmeckt. Und ansonsten sind Bananen drin, Granatapfelkerne, sehr viel Grünkohl heute, dann Himbeeren, Weizengras aus dem Garten, Reisprotein, ungeschälte Hanfsamen, Braunhirse und Kelbalgen. Genau, und das werde ich mir jetzt einverleiben. So, das ist jetzt der zweite Teller Orangen. Das sind jeweils, also hier sind 3 Orangen drauf, bei dem anderen 4 Orangen. Das heißt, ich bin jetzt bei 7 Orangen. So, jetzt gibt es hier noch eine Eigenkreation. Da ist ziemlich viel drin. Also Dattelpaste hält das alles zusammen, sonst viel Nüsse, Gewürze und so weiter. Würde jetzt ein bisschen, also auf jeden Fall süß. Würde ein bisschen zu weit führen, das alles aufzuzählen. So, also der Smoothie gestern mit dem Koriander kann man mal machen. Also es ist wirklich so, dass ich muss es nicht jeden Tag haben, aber es hat auch nicht so schlecht geschmeckt. Koriander kommt natürlich richtig kräftig durch. Von daher, ich habe heute wieder ohne Koriander gemacht. Das heißt ein Smoothie unten mit sehr viel Weizengras, mit ungeschälten Hanfsamen, mit Reisprotein, mit Braunhirse, dann, was haben wir noch? Granatapfelkerne, Grünkohl, Himbeeren, Bananen, Orangen, Apfel. Jo, so ungefähr. Ach ja, und natürlich noch Kelbalgen. So, jetzt gibt es eine halbe Melone. Das ist eine Don Pepe, weiß ich nicht, Del Piero oder irgendwie eine Melone. Die hat mir Joachim mal mitgebracht aus Frankfurt. Keine Ahnung, wie die heißt. Del Piero oder Sierra Del Piero. Die schmeckt die beste Melone, Art, die mir persönlich schmeckt. Irgendwo zwischen Honigmelone und Wassermelone angesiedelt. Schmeckt mega. Und eine.
So, jetzt haue ich mir den Bauch voll Bananen voll. So, jetzt gibt es wieder mein Lieblingsgericht und zwar eingelegter Wildreis, Tomaten und ja, die harmonischen Pilze. Das Rezept findet ihr auf jeden Fall jetzt in meiner Rohkost-Rezepteliste. Mega geil. Und ja, das muss auch nicht gewürzt werden. Das ist so richtig geil, wie es ist. Und absoluter Fan von. So, jetzt gibt es wieder einer dieser schnittigen Melonen hier, der Name ich nicht weiß. Auf jeden Fall, ja, freue ich mich total drauf. Und jetzt gibt es einen Teller von den köstlichsten Orangen der Welt. So, jetzt gibt es einen Gerstengrassaft-Pulver-Drink. Und zwar teste ich jetzt gerade Gerstengrassaft-Pulver, also nicht Gerstengraspulver, sondern Gerstengrassaft. Und da habe ich jetzt mal so eine richtige Flasche gemacht mit 2 Esslöffeln. Und ja, und ne, wie gesagt, was da rauskommt in den Test, das werdet ihr im Video sehen. Auf jeden Fall gibt's. So, ich habe heute für 5 Kilo Äpfel 1,50 € gezahlt. Ich habe jetzt mal 4 schon, sagen wir mal, aufgeschnitten und gegessen. Und ich habe immer noch Appetit. Ich werde jetzt noch 3, 4 weitere Äpfel essen. So, immer wenn ich snacken will, nehme ich immer so eine Hand Kichererbsen, die halt gekeimt und danach gedörrt sind. Die sind zusammen mit Garam Masala und Olivenöl gemacht. Das ist aber ein Witz, was da an Olivenöl dran ist. Also das sind ungefähr 10-20 Milliliter, nur dass so ein bisschen Haftung da ist. Und ja, und das schmeckt aber wirklich richtig, richtig gut. Richtig, richtig hart gut für die Zähne. Und ja, das gibt es immer so als Snack. Ich habe da hier so eine ganze Box mehr gemacht. Ja. Und ja, dann mache ich halt immer, dann nehme ich was raus und snacke. Der Guten Morgen-Smoothie. Was ist drin? Heute ist drin Braunhirse, dann frischer Ingwer, frischer Kurkuma, Granatapfelkerne, zwei normale Äpfel, Bananen, Grünkohl, Spinat, dann ungeschälte Hanfsamen, Reisprotein und Weizengras aus dem Garten und dazu noch Koriander. Nicht viel, bloß eine Stange, aber ein bisschen Koriander ist auch drin. So, jetzt gibt es ja, einfach nur einen Teller mit verschiedenen Sachen. Die Rohkost halt immer relativ unspektakulär ist. Ist halt einfach mal nichts Gedörrtes dabei, wollte ich damit sagen. Also es ist eingelegter Wildreis, das ist roher Blumenkohl, rohe Tomaten und rohe Gurken. Darüber sind rohe Zwiebeln und das alles habe ich mit so einem Taboulé-Gewürz. Das ist ein Mix von verschiedenen Gewürzen und genau und noch Oregano, genau, fertig gemacht. Und ja, das war's schon. Da ist zwar jetzt an sich keine Fettigkeit drin und da wird der ein oder andere sagen, oh, wie ist das jetzt mit den fettlöslichen Vitaminen, aber selbst in den Gemüse, was ihr hier seht, ist genug Fett enthalten, um die entsprechenden Vitamine auch lösen zu können. Also es ist ein Trugschluss, dass man da immer Öl irgendwie dran machen muss. Genau, und den Teller werde ich mir jetzt schmecken. So, jetzt gibt es gefühlte 200 bis 300 Gramm Mungbohnensprossen. Die sind noch nicht ganz fertig. Ich habe so einen Appetit, hoffe, irgendwas brauche ich da drin. Und die werde ich jetzt komplett einfach hier weglatzen.